Salve a tutti! Es ist Sonntag, der 20. Januar. Wir haben 17:30 Uhr. Was ein Freitag! Sensationell! Und sowas passiert natürlich meistens dann, wenn ich nicht da bin. Ich war ja in Dresden. Und das hat mir trotzdem gut gefallen. Aber den Freitag an sich, den konnte ich gar nicht mithandeln. Wie dem auch sei, spektakuläre Bewegung. 3% im Plus, das war schon ordentlich. Am Donnerstag haben wir das in dem Chat im Facebook-Chat von DAXtrader von Finanzen.net besprochen, dass also mir ist aufgefallen, dass verschiedene Werte wirklich kurzfristig abgestraft wurden, aber diese Strafe sofort wieder überproportional sich wieder reingeholt haben. Conti, Henkel, auch Samsung, schlechte Zahlen, schlechter Ausblick, gehen ganz kurz runter und jetzt sind sie auch schon wieder 10% höher. Als ob der Markt so langsam die Einstellung hat, wisst ihr was, wir wissen, dass da hier und da schlechte Zahlen kommen. Es reicht jetzt erstmal mit fallenden Kursen. Und mir ist auch aufgefallen, dass das gesamte Sentiment permanent short war. Ja, das kann man feststellen, zum Beispiel über EUWAX, über diesen kleinen Kompass, den man da reinbauen kann. Der war permanent negativ. Das war schon auffallend. Andere Werte, Anedin, Bayer, die haben sehr stark eingeatmet, also sprich nach oben, und dann nur ganz flach ausgeatmet. Die haben teilweise noch nicht mal die 20-Tage-Linie wieder gesehen. Aber dass dann so ein Klotz dahinter kommt, das hätte ich also auch nicht gedacht. Also, fangen wir mal an. Die Bänder gehen auf nach beiden Seiten. Und da wir das obere doch recht heftig brechen und auch diesen gesamten schraffierten Bereich hier gebrochen haben, ist davon auszugehen, dass wir uns jetzt eher mal hier mit diesen ganzen Gaps beschäftigen. Das hier haben wir schon zu. Hier ist gleich das nächste. Ich hole mal das Fadenkreuz rein. Das wird es sehen. Hier ist gleich das nächste. Da ist also der Schlusskurs 11.335. Und hier haben wir schon wieder eins. Und da ist der Schlusskurs 11.476. So muss ich das jetzt eigentlich mal annehmen, dass wir diese Gaps jetzt hier so nacheinander abfrühstücken. Dafür sind Gaps da, dass die dann irgendwann mal geschlossen werden. Aber wir haben ja noch eine ganze Menge insgesamt offen. Wie dem auch sei. Fadenkreuz erst dann wieder raus. Nochmal, die Bänder öffnen sich. Ja, und das sind die obere Richtung. Das finde ich ganz gut. Gefällt mir. Wir haben den Trendkanal komplett verlassen. Sind wir auch raus. Und zwar fulminant. Wir haben dem am Freitag noch nicht mal die Chance gegeben, dass man da nennenswert reingehen konnte, weil wir gleich bei 11.000 angefangen haben. Das gefällt mir kurzfristig ganz gut. Es wäre völlig in Ordnung, wenn der Markt sagt, so, wir haben jetzt mal 3% gestiegen, ich atme jetzt auch mal wieder ein bisschen und dass er tiefer reinkommt. Ja, natürlich haben wir Mai und Brexit und diese ganzen Geschichten, aber wen hat denn der Brexit am Montag interessiert? Überhaupt nicht. Das wurde überhaupt nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Fand ich auch schon erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Hier das MACD auf relativ hohem Niveau dreht es nochmal nach oben und der Oszillator ganz genauso. War überkauft, geht ganz kurz runter, gibt ein relativ gutes Verkaufssignal und knallt dann auch schon wieder nach oben. Also von daher sieht es okay aus und ich glaube, dass ein Großteil, und das meine ich auch in Dresden so rausgehört zu haben, dass ein Großteil der Marktteilnehmer da schlicht auf dem falschen Fuß erwischt worden ist. Ich finde es soweit in Ordnung. Viele von den Standardwerten und insbesondere die, die heftigst verprügelt wurden, Wirecard, BASF, Continental, auch Commerzbank oder Bayer, selbst eine Covestro, haben eine fulminante Kurzfristrallye hingelegt. Fand ich gut, hat mir gut gefallen. Deswegen, ich gehe also kurzfristig davon aus, dass wir vielleicht ein bisschen einatmen, aber short gehen möchte ich den Kollegen hier nicht. Mit viel Glück kommt er hier nochmal auf die 11.000 zurück, aber selbst das, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Gucken wir uns doch mal ein paar Scheine an. Gehen wir mal in die Calls rein. Für die Leute, die der Meinung sind, dass der Markt tendenziell eher weiter so Richtung Gap-Schließungskurs ist, hier oben so rund 11.600, ganz grob, ja, das ist ja das letzte Verlaufshoch, bietet sich sowas an. Ich nehme eher das hier als Unterstützung an. Da sind wir bei 10.763. Das wäre dieser hier. Das ist ein relativ hoher Hebel von 23. Das ist von Goldman die GM7513. GM7513, zeitlich unlimitiert, 10.763. Für diejenigen, die ein bisschen in Sicherheit gehen wollen, die können dann unter der 20-Tage-Linie anfangen. Da hätten wir zum Beispiel sowas hier. 10.688. Leicht gerundet. Da sind wir noch ein 20er Hebel. Das ist keine kleine Geschichte. GA0 ZC wie Cäsar 8. GA0 ZC8. Auch zeitlich unlimitiert. 10.688. Liegt also hier dann unter der 20-Tage-Linie. Mal ganz ehrlich, mit Putz habe ich momentan heute hier und jetzt schon so ein kleines Problem, aber schauen wir trotzdem mal, was wir da finden.
Wenn ich jetzt einen Putz suche, ich weiß nicht, wie stark dieser Impuls ist, dieses Momentum. Ja, das kann durchaus sein, dass der komplett in einem durchzieht. Da muss ich einen Putz suchen, der oberhalb von diesem letzten Verlaufshoch liegt, oberhalb von 11.600. Und da gehe ich mal hier mit einem Hebel rein von 25. Sowas hier. Da bin ich beim Hebel von fast 28. Das ist viel. Das ist keine kleine Geschichte. Das wären 11.654er. 11.654, da sind wir ungefähr hier, also schon ein bisschen höher als das letzte Verlaufshoch. Und das ist die GM716S, wie Siegfried. GM716S. Auch von Goldman Sachs. Dieser Put. Tiefer wird, das würde ich mir jetzt momentan noch nicht zutrauen. Ich weiß nicht, was die gute Frau May da morgen Abend wieder erzählt, aber nach wie vor beharre ich auf der Tatsache, die Bänder öffnen sich. Wir gehen nach oben raus. Wir haben diesen ganzen Bereich in einer fulminanten Aktion überboten. Das ist für mich kurzfristig das maximale Rückschlagspotenzial, die 11.000. Mehr gebe ich dem nicht. Und da muss man jetzt mal schauen, wie sich das Montag und Dienstag entwickelt. Aber kurzfristig, auch wenn die Indikatoren hoch sind, der Chart ist immer wichtiger als die Technik. Das ist meine Meinung, ne? Ich wünsche euch einen Happy Trading und fette Beute. Bye bye.